schon bald soweit und damit ihr auch richtig in Stimmung kommt, habe ich euch ein paar gute Lesetipps mitgebracht. Grusel, Schocker und Psychothriller sind eigentlich nichts für mich. Davon habe ich nichts gelesen, denn das macht mir einfach nur Angst. Darauf stehe ich gar nicht. Aber zu Halloween geht es ja nicht nur ums Gruseln und Schocken, sondern vielmehr um die Geheimnisse des Todes, um unerklärliche Phänomene und unüberirdische Kräfte. Und genau zu diesen Themen habe ich mir die Bücher ausgesucht. Das erste Buch ist Sternwanderer von Neil Gaiman. Ich habe den Film dazu vor langer Zeit gesehen und jetzt endlich das Buch gelesen. Und ich kann euch nur sagen, das Buch ist noch viel besser als der Film. Es geht dabei um die kleine Ortschaft Wall, neben der eine riesige Wand erbaut wurde, um das Menschenreich vom Feenreich zu trennen. Der junge Tristram lebt dort und ist jetzt gerade auf der Reise hin ins Feenland, denn er möchte für seine Liebste eine dort hinuntergefallene Sternschnuppe suchen und finden natürlich. Es gibt da allerdings noch einige andere, die auch auf der Suche nach dieser Sternschnuppe sind und sie alle sind mächtiger und gefährlicher als Tristram. Und obwohl ihm dort so viele zauberhafte, magische, unglaubliche Wesen und Dinge begegnen, hat der Autor es geschafft, ganz hautnah, ganz realistisch an seiner Hauptfigur dran zu bleiben. In diesem Märchen erleben wir echte menschliche Gefühle, die nicht so verklärt oder idealisiert sind wie bei anderen Märchen. Das war sehr erfrischend und hat mir wirklich gut gefallen. Märchenhaft ist nur die Kulisse und die Zusammenhänge, die der Leser da erfährt und natürlich die ganzen Hexen, Einhörner und anderen Gestalten, die dem Tristram da über den Weg laufen. Auch das Ende ist eher untypisch für ein Märchen, aber mehr verrate ich nicht. Das zweite Buch ist Höllenflirt von Beatrix Gurian. Das Buch habe ich deshalb ausgesucht, weil mich das Cover und der Titel so angesprochen haben. Ich habe mir gedacht, es wird mir wahrscheinlich keine Albträume bereiten, aber trotzdem spannend sein und genau das war das Buch auch. Es geht um die junge Toni, die Sängerin in einer Punkband ist. Sie hat knallig gefärbte Haare, trägt eine Lederkluft. Sie ist eine richtige Rebellin nach außen, aber innen drinnen ist sie eigentlich nur ein braves, nettes Mädchen. Sie trifft dann Walle und er interessiert sie brennend, denn er hat etwas wirklich Gefährliches und Unberechenbares an sich. Er widerspricht auch allem, was sie bis jetzt kennt und für richtig hält. Er verhält sich gegen alle Konventionen, die sie befolgt. Und deshalb macht sie bei verschiedenen Dingen mit, die sie eigentlich abstoßend findet. Aber sie gerät in diesen Schlamassel dann immer weiter hinein und kann einfach nicht mehr heraus. Die Toni war mir am Anfang nicht sehr sympathisch, weil sie da eher wie ein trotziges Mädchen rüberkommt. Aber sobald sich die Ereignisse zu überschlagen beginnen, muss sie darüber nachdenken, was für sie wirklich wichtig ist. Das Leben fordert sie dazu auf, herauszufinden, was ihr am Herzen liegt und worauf sie verzichten kann. Es geht dabei auch sehr stark um die Verbundenheit zwischen Schwestern, wie man Familienschwierigkeiten wieder in den Griff kriegen kann. Aber vor allem geht es um die Erkenntnis, dass junge Menschen, um anders zu sein, nicht unbedingt gegen alles sein müssen, sondern mehr für das einstehen sollten, was sie eben wirklich wichtig finden und sich dadurch ihre Persönlichkeit zeigen kann. Es war für mich ein wirklich gelungenes Jugendbuch. Ich empfehle es ab 14 Jahren, denn es gibt auch einige gruselige Szenen darin. Das dritte Buch ist Witch Hunter von Virginia Böcker. Ich war mir am Anfang nicht ganz sicher, ob es mir gefallen wird, denn der Klappentext lässt auf eine recht stereotype Geschichte mit viel Gewalt schließen, aber es hat mich dann doch überrascht. Es geht um die junge Elizabeth, die eine der besten Hexenjägerinnen ist. In ihrer Welt, in ihrer fantastischen Welt, die so ein bisschen mittelalterlich wirkt, gibt es Magier, Hexen, Zauberer und lebende Tote wirklich? Es ist aber in ihrem Land verboten, Magie auszuüben und genau deshalb fängt sie all die Hexen ein und führt sie ihrer gerechten Strafe zu.
Alles verändert sich für sie, als eines Tages sie angeklagt wird, eine Hexe zu sein. Da steht sie auf einmal auf der anderen Seite des Gesetzes und bemerkt, dass alles, was sie zu wissen glaubte, eine glatte Lüge war. Tja, das Buch hat mich wirklich überrascht. Es liegt am Schreibstil von Virginia Böcker. Das Buch hat mich nach ein paar Kapiteln schon gefesselt, weil es einfach und flüssig zu lesen ist. Es ist ein richtig guter Jugendbuchstil, aber trotzdem schafft es die Autorin, eine enorme Vielzahl an unterschiedlichen Gefühlen auszudrücken, Situationen ganz konkret darzustellen. Sie haben in meinem Kopf richtig zu leben begonnen, die Szenen. Und sie hat es so gut beschrieben, wie ein einziger Gesichtsausdruck, wenn er sich verändert, schon etwas ganz anderes darstellt. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Auch die Charaktere sind, finde ich, gut beschrieben. Manches Mal konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, wieso sie die Entscheidungen gefällt haben, die sie gefällt haben. Aber im Großen und Ganzen waren die Charaktere sehr sympathisch für mich. Ich habe mich brennend dafür interessiert, was mit ihnen passiert und bin schon mittendrin im zweiten Teil. Was ich auch besonders toll fand, ist, dass es trotz der vielen Gewalt keine Gewaltverherrlichung gibt. Zu Beginn schon ein bisschen, aber später, nachdem Elisabeth erkannt hat, was in ihrer Welt wirklich vor sich geht, erlebt der Leser die Gewalt, wie sie wirklich ist, zerstörerisch und schrecklich. Und es sind klar und deutlich die Auswirkungen der Gewalt auf die Menschen, auf die Beteiligten zu erkennen. Das finde ich gerade in solchen Büchern, wo es viel Gewalt zu lesen gibt, einfach sehr, sehr wichtig, damit auch gerade die jungen Menschen, die von so einem Jugendbuch angesprochen werden, bemerken, das ist schlimm und nicht einfach abstumpfen gegen solche Erlebnisse. Das Buch hat mich wirklich gefesselt und ich kann es für Leser über 14 guten Gewissens empfehlen. Darunter würde ich es nicht lesen, denn es sind schon manche sehr, sehr blutige Szenen dabei. Falls ihr also Lust auf ein recht untypisches, besonderes Märchen habt, dann ist wahrscheinlich Sternenwanderer etwas für euch. Falls ihr euch für Jugendliche in Deutschland, die unheimliche Dinge erleben, interessiert, dann solltet ihr Höllenflirt lesen. Und wenn euch Jugend-Fantasy-Bücher mit Zauberern, Hexen und auch jede Menge Blutvergießen interessieren, dann wird euch vielleicht Witch Hunter genauso begeistern, wie es mich begeistert hat. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim selber lesen.